Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ich wollte eigentlich jetzt, wenn ich es nicht vergessen habe, jetzt ist schon ein bisschen spät, wie ihr hier oben wahrscheinlich sehen könnt. Es ist ein bisschen später geworden. Ich wollte noch ein paar Quests machen für die Gilde hier. Weil wir wollen ja ein bisschen aufsteigen, Get Quests. So, komm, wir machen wieder. Komm, wir machen das hier. Ja, wo muss ich hin? Very well, in a dark pit not too far away, a cursed place called Gondistyr Laboratory. An orc warlord named Maratha has been conspiring with a group of renegade mages, even worse than the necromancers, to destroy Daggerfall. Perhaps he feels that he was wronged by the king. Perhaps it is merely the unreasoning hate that orcs often exhibit toward humans. The important thing is that he must be stopped before his blind fury and the magic of the mages have truly disastrous results. Stop him, Max, and any way you can. If you have not returned with the situation remedied in 8 days, if it isn't too late, we knights will do the job ourselves. Pray, do not let it come to that. So, dann gehen wir los. Wir haben aber auch immer noch diese ganzen Stats so weit hoch. Ich glaube wirklich, das hat mit diesem magischen Item zu tun, das wir auf Tasche haben. So, wo muss ich hin? Gondistyr Laboratory. Dann suchen wir das mal. Laboratory. Achso, habe ich falsch geschrieben, aber egal. Ja, da wollen wir hin. Und reisen dann schnell dahin. So, wo ist denn der Eingang? Da. Das ist der Eingang. Und hier machen wir auch nochmal ein Safe Game auf die 4. Und zücken schon mal unser Schwert. So. Dann suchen wir den mal. Oh. Das ging aber schnell. Was ist das? Ein Elfensaber. Okay. Boah, ich habe jetzt. Alter. Und noch ein Sorcerer. Okay, nice. Das mitnehmen. Das ist aber auch echt laut gerade in meinen Ohren. Yo. Wir sind echt überstark gerade. Und ich weiß nicht, warum wir so stark sind. Sind wir im Kreis gelaufen? Nö, das ist ein komplett neuer Bereich. Okay. Aber ich weiß auch gar nicht, wohin. Okay. Zombie haben wir gekillt. Nice. Mit der Waffe sind wir. Alter, ich liebe es gerade, wie stark wir sind. Aber was ich erreichen will, ist. Oh. So. Fleischatronach. Das ist kein Zombie, das ist ein Fleischatronach. So. Noch mehr Items. Nice. Ich kann nachher ordentlich wieder verkaufen. Da haben wir wieder so ein Fleischatronach. Komm. Hier kaputt. Alter, der ist aber stark. So. Okay, den haben wir. So. Dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game auf die 3, weil wir das hier geschafft haben. So. Müssen wir auch noch alle. Okay, wir müssen gleich nochmal zurück. Wir wollen hier alle noch looten. Denn wir brauchen ordentlich Geld. Einfach der Leichenspur hinterher, dann
finden wir den Weg zurück. War es doch den leichten Weg zurück. Also. Ich glaube, hier sind wir falsch, oder? Okay, ist schon ein ordentlicher Labyrinth hier. Noch ein Sorcerer? Nice. Dann nehmen wir erstmal nur das Geld mit. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja. Ach, hier ist er. Gut, dann machen wir so. Und alles in den Wagen. So, haben wir hier noch was? Ring. Obwohl, warte, Ring können wir wahrscheinlich sogar anziehen, oder? Okay, dann können wir das hier. Ne, das. Und hier können wir das alles auch nochmal einlagern. So, dann gehen wir nochmal hier lang. Ah, der hatte noch Sachen. Nice. Wo kamen wir? Von hier. Wir müssen ja alle noch looten. Okay, hier geht's auch noch mal weiter nach unten. Ist das eine Abkürzung? Da haben wir eine Leiche, den wir schon durchlootet hatten. Okay. Hatten wir den schon? Ja, den hatten wir auch schon. Dann gehen wir mal vielleicht diesen Weg wieder. Warte, wir haben ja jetzt den Ring. Speed ist jetzt auf 100, okay. Und das liegt definitiv am Ring, würde ich behaupten. Da haben wir noch einen. So, auch noch alles mitnehmen. Was ist das hier? Plus 3, okay, dann lassen wir das mal sein. Was ist denn das? Können wir nicht machen, okay. So. Boah, ich liebe es jetzt mittlerweile wirklich hier einfach so durchzulaufen. Ohne groß Angst zu haben, dass wir irgendwie drauf gehen. Obwohl, starke Gegner werden noch kommen. Womit wir mit diesen Waffen noch nicht zurechtkommen. Wo laufe ich überhaupt hin? Okay, das ist noch ein neues Gebiet. So, den haben wir auch noch erledigt. Können wir equippen? Wo haben wir das? Können wir das hier auch noch? So, Amulett. Common Symbol. Können wir nicht anziehen. Okay, aber den können wir. Wollte ich ja mal ausprobiert haben. Okay, hier geht es auch nirgendwo weiter. Dann können wir einfach wieder runtergehen. So, was passiert, wenn wir da lang gehen? Unten waren wir schon. Ach so, den Weg hier geradeaus waren wir auch noch gar nicht. Den hier. Da liegt eine Hand, glaube ich. Ich glaube zumindest, dass es eine Hand ist. Wären wir hier so oder so rumgekommen? Nö. Gehen wir mal hier hin erstmal. Passiert nichts, okay. So, was gibt's denn hier? Ich bin neugierig.
So, den haben wir auch schon. Nice. So, gleich müssen wir auch wieder zurück zum Wagen. Beziehungsweise zum Eingang, damit wir alles in den Wagen packen können. So, wo sind wir hier? Noch ein Sorcerer, nice. Ah, okay. Hier müssen wir auch nochmal wieder zurück. Suchen wir mal den Weg zurück. Wo sind wir hier? Ah, okay. Wenn wir hier lang gehen, dann kommen wir zurück. Zum Eingang. Hier. So. Remove. Dann das. Alles da rein. Das alles da rein. Und das alles da rein. Nice. So, wir hatten hier ja noch einen irgendwo gehabt. Oder? Egal, wir gehen jetzt hier wieder ran. Genau, den hatten wir. Gibt aber auch ordentlich Kohle nachher wieder. Irgendwo höre ich einen Wolf. Werwolf. Wenn wir hier wieder nach oben gehen. Ne, warte. Wenn wir hier... Irgendwie... Ah. Toll. Wenn wir hier nach unten gehen und dann geradeaus durch. Dann waren wir da noch nicht. Okay, dann gehen wir wieder dahin. Boah, ich liebe das mittlerweile wirklich, wie schnell wir das alles hinkriegen. Wo sind die Gegner? Irgendwo fehlt noch was, habe ich so das Gefühl. Okay, wenn wir hier so runter gehen und dann hier hoch, dann haben wir hier noch einen Bereich, wo wir noch gar nicht waren. Runtergehen war das, oder? Ja. So, und dann genau hier geradeaus durch. Und dann hier lang. Okay. Aber hier hinter gibt es auch bestimmt noch was, oder? Auch nicht. Dann haben wir das eigentlich, glaube ich, im Grunde durch, oder? Ich feiere das, wie schnell... Nein, hier fehlt noch was. Dann müssen wir irgendwie nochmal nach ganz oben. So. Dann sind wir jetzt wieder ganz oben angekommen. Dann hier dran, beziehungsweise hier einmal noch mal kurz alles ablegen. Spellbook, ne, den lassen wir. Hier lassen wir. Okay. Und dann gehen wir hier mal lang. Und dann nach rechts. Und hier war das, glaube ich. Genau. So. Kommen jetzt noch Gegner? Ich will noch ein paar Gegner haben. So, den haben wir auch noch. So. Und... Nice.
Dann haben wir jetzt alles. Klar, wir hören hier immer noch irgendwo Türen, aber ich habe ja durch Unity die Dungeons ja kleiner gehalten. Gemacht, dass sie kleiner sind. Deswegen kann sein, dass die da irgendwo dahinter sind. So, dann genau hier runter. Weil mir die Dungeons doch ein bisschen zu groß waren. Ich glaube, hier sind wir nicht richtig. Ich glaube, hier war das. Achso. So, wo sind wir jetzt? Oh, hier geht's auch noch weiter. Wie ich sehe. Oder? Wenn wir jetzt hier hochgehen würden. War da noch was? Nee. Geht doch nicht weiter. Aber egal, dann gehen wir jetzt nochmal hier lang. Und hier lang war das, glaube ich. Und hier war das dann jetzt. Genau, hier runter. Und dann können wir wieder von hier verschwinden. Okay, die Dungeon-Musik läuft ja immer noch. Und ich bin am Überlegen, vielleicht so. Ah, ich kann vom Pferd aus auch noch kämpfen. Oh, ne, warte. Das hier. Wir sind da. Und Dagger Ball suchen wir. Ist da. Okay. Nein, wir wollen einmal ausnahmsweise mal nicht schnell reisen. Deswegen mache ich aber hier auch einen Save Point auf die 4 wieder. Und dann wollen wir mal so zurückreisen mit einem Karren. Wäre auch nicht schlecht, finde ich. Ah, jetzt hat sich die Musik geändert. Was mich aber wundert ist, warum es eigentlich hier keine Straßen gibt. Zumindest hier außerhalb, dass man irgendwie einfach nur den Straßen folgen kann. Finde ich schade. Aber naja, dann ist es halt so. So, dann schauen wir mal, sind wir überhaupt richtig auf dem Weg? So, Dungeons haben wir. Tempels machen wir weg. Towns machen wir weg. Ah, ne, nicht hier, Hounds. Dann nochmal Dagger. Lassen wir mal so. Daggerfall. Da müssen wir hin. Also das da. Und wir sind da. Also nordwestlich müssen wir einfach die ganze Zeit. So, dann machen wir uns so auf den Weg. Mal schauen, vielleicht wird's lustig. Dieses Mal. Vor allem, wir haben ja jetzt ein Pferd. Kann ich auch. Mit Karren und Pferd auch mal rückwärts reiten. Finde ich auch super. Ich hoffe, wir kommen da aber auch an in Daggerfall. Und fahren da nicht einfach mal aus Versehen dran vorbei oder so. Er ist aber auch schön, finde ich.
Vor allem, ich habe auch das Gefühl, hier geht die Zeit deutlich nicht schneller, ich meine langsamer vorbei als in Arena. Okay, in Arena hattest du ja irgendwie keine andere Wahl oder keine andere Möglichkeit, in eine andere Stadt zu kommen, außer über die Schnellreise. Aber hier kannst du auch einfach so mal rübergehen in die nächsten Siedlungen. Ah, okay. Hier ist immer noch so eine Map. Da haben wir eine Siedlung. Vielleicht können wir da. Okay, da ist zumindest eine Taverne irgendwo. Da sehe ich sie schon. Verkaufen können wir da aber leider nichts, so denke ich. Welche Siedlung ist denn das, wo wir sind? Wenn wir. Warte, stand das da? You are entering Theater in the. Wie? The Feather and Giant Pub. Ah, okay. Ist einfach mal ein Pub so an. An so einem Dorf, also beziehungsweise ein Dorf an einem Pub angebaut worden oder so. Finde ich schon interessant. Aber dass die hier jetzt keine weiteren Straßen mehr machen, nach außerhalb, schade. Also, wir müssen in die Richtung. Und dann müssten wir jetzt gleich hier rauskommen. Wohl bis hierhin. Das wird ordentlich dauern. Kommen wir dann, machen wir Schnellreise. 1472 haben wir in dem Dungeon verdient. Ernsthaft? So, dann wieder zu Fuß. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Warte mal. Werde ich zum Werwolf? Da stand nämlich was auch noch. Nee, wo war denn das? Nee. Nicht die Dialoge. Was? Da war, da ging noch mehr. Bin ich ein Werwolf? You cannot access the inventory while shape changed. Shape change? Ich bin ein Werwolf. Wieso bin ich ein Werwolf? Wir gehen mal kurz raus. Warum bin ich ein Werwolf? Ich feiere das, dass ich ein Werwolf bin, aber. Alter, sieht das auch geil aus? Feier ich. Liegt das vielleicht daran, dass ich, an Lykantropie hier erkrankt bin. Wir müssen aber ein bisschen weiter außerhalb von der Stadt gehen. So, und dann hier mal. Also. Jetzt ist es 8:52 Uhr. Bin ich. Ich bin immer noch ein Werwolf. Wie werde ich das wieder los?
Ich finde das jetzt wirklich interessant, dass wir jetzt ein Werwolf sind. Aber ich würde sagen, ich will das loswerden und ich weiß nicht wie. Dann werde ich das einmal googeln, wie ich da wieder von geheilt werde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Oder warte mal. Wir machen hier ein Safe Game, vorsichtshalber auf die 4. So, außerhalb der Stadt. Und dann gehen wir mal rein. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht angegriffen werden. So, jetzt entern wir, also erreichen wir Daggerfall. Zähle ich jetzt als böse? Wollen die mich umbringen hier? Bin ich Feind? Ich hoffe, ich bin. Ich hoffe, ich bin für die noch quasi als. Zähle ich noch als Freund. Irgendwie. So. Ich muss aber nach Norden. Also die Richtung. Wo sind die ganzen Menschen? Ist niemand da, weil ich da bin? Als Werwolf? So. Ich will es trotzdem mal riskieren gleich. Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Hier Tempel von Kynaret, ob die mich vielleicht hier heilen können? Hi, cure disease? You have no diseases. You get no response. Aber hier ist auch niemand. Hier ist wirklich niemand. Ich finde das geil, dass wir jetzt ein Werwolf sind, aber... Gefällt mir gar nicht, dass hier jetzt niemand ist. Weil die vermutlich Angst haben vor mir oder so. Oder ist es ein Bug, dass hier niemand ist? Ich hoffe, die hier drinnen erkennen mich noch wieder. Ja, okay. Dann Leute for a while, sagen wir mal 3 Stunden. Ah, okay. Ich werde noch als jemand von denen anerkannt. Aber ich will jetzt irgendwie als Werwolf geheilt werden, denn wenn wir so machen, können wir nur mit den Krallen angreifen. Dann würde ich sagen, ich klinke mich einmal kurz aus, suche, wie ich das wieder loswerde. Und dann seht ihr mich in ein paar Sekunden wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Folgendes Problem habe ich erfahren. Ich kann mich erstmal nicht so wieder zurückverwandeln. Beziehungsweise ich weiß jetzt nicht wie. Ich kann zwar hier mit allen noch normal handeln, Cell. Kann ich nicht, weil ich auch keinen Zugriff habe auf mein Inventar. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie abwarten, bis ich mich wieder zurückverwandeln kann. Vor allem, das gefällt mir jetzt gerade auch nicht, dass ich jetzt nicht zurück. Das hier kommt aber alles hiervon.
Das habe ich erfahren. Weil wir Werwolf sind. Wir sind mit Lykanthropie infiziert worden und können uns nicht zurückverwandeln. Aktuell. Aber dafür haben wir diese Stärke. Und was ich auch erfahren habe, wir können dafür eine Quest bekommen. Im Laufe der nächsten Tage irgendwie, irgendwann. Dass wir uns davon heilen lassen können. Und wir können zusätzlich eine Quest bekommen, wie wir den Ring von Hyacinthe bekommen, dass wir auch alle diese Fähigkeiten hier, also diese ganzen Vorteile hier, nochmal zusätzlich bekommen. Plus, also, dass wir selber aussuchen können, wann oder ob wir uns verwandeln. Ich will die Statue haben, die gefällt mir. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie wir hier erstmal uns wieder zurückverwandeln. Beziehungsweise wir gehen hier erstmal raus. Das gefällt mir gerade gar nicht, dass wir Lykanthrop sind, also Werwolf. Also schon eigentlich, weil wir da unglaublich stark geworden sind. So, dann kann ich hier jetzt vielleicht resten. Vorbei, sagen wir mal 24 Stunden. So, und dann schauen wir. Der Enemy ist nearby. Wo sind sie denn? Da. So. Und den können wir nicht. Okay, dann nochmal so. Und sagen wir jetzt nochmal 12 Runden. So, dann müssten wir jetzt... So, da haben wir jetzt einen Ork-Krieger. So, den können wir auch nicht. Wie können wir jetzt den... Komm, wir sagen jetzt nochmal 6 Stunden. So, wo ist der nächste Gegner? Was ist das denn? Dragonling? Aber wieso sind wir immer noch ein Werwolf? Wie können wir das wieder loswerden? Warum bleiben wir die ganze Zeit in der Werwolf-Gestalt? Wirklich, also gefällt mir gerade gar nicht. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Dann schaue ich mal, was Backspace, Recast Spell, Abort Spell, Youth Magic Item, Ready Weapon. Kann ich hier irgendwie... Wie kann ich das machen, so mit dem... Transport-T, okay. Da war das mit der Steuerung. So. Aber ich check das jetzt gerade nicht. Ich check das gerade wirklich nicht. Wie lange muss ich warten? So, vielleicht nochmal 24 Stunden? So. Zombie ist auch tot. So. Dann nochmal 24. Wer ist denn jetzt da? Ein Bär. Ein Grizzlybär. So, nein, okay. So, dann nochmal 20. Wo ist denn der Gegner? Oh. So. Irgendwann muss es doch zu Ende sein, oder?
Wo ist denn der Gegner? Da. Wie lange bleibe ich jetzt so? Spellbook. Morph Cell, was heißt das? Ah, okay. Ey, dann würde ich das lieber so lassen. Aber warte mal. Nee, hier. Ausrüsten, ausrüsten. Hä? Das wollte ich ausrüsten, genau. Okay, dann lassen wir das lieber so. So, was hat der alles? Nehmen wir mit. Wenn wir so über den Spellbook hier aussuchen können, was wir haben. Warum nicht? Dann lassen wir das. Dann bleiben wir so. Den können wir nicht looten, aber den hier. Ah, und da sind die Menschen wieder. Ja, egal. Wir bleiben jetzt so. Jetzt sind wir in Daggerfall wieder. Warum sind so viele Leute hier außerhalb der Stadt? Verstehe ich nicht. Aber wenn wir selber so uns hier die Lykantropie wieder entzaubern können, dann bleiben wir dabei. Einziger Nachteil ist, was ich festgestellt habe, man muss ab einmal oder zweimal im Monat, glaube ich, hier Unschuldige töten. Ansonsten verliert man Lebenspunkte und wird schwächer. Und das geht dann so lange runter, bis man 4 Lebenspunkte nur noch hat. So, oh, hier haben wir wieder eine Bank. Aber wir gehen erstmal hier verkaufen. Da ist der nette Herr. So, ihm können wir jetzt alles verkaufen. Nice. So. Dann aus dem Wagen. Fragment an Atom und The Real Barencia. Kaufen wir beides nicht. Und dann können wir hier auch noch alles nochmal verkaufen. 1823 Gold. Boah, nice. Was hat er so eigentlich hier zum Verkaufen? Was ist das? Parchment. Okay. So. Nichts, was wir haben wollen. So, dem können wir auch noch was verkaufen. So, Sell. Das hier und aus dem Wagen. Können wir das alles auch noch verkaufen. 109 Gold. Ja, geht in Ordnung. So, da können wir nichts verkaufen. Hier Klamotten brauchen wir nicht zu verkaufen. Dann gehen wir hier nochmal rein. Dem können wir noch ein bisschen was verkaufen. So. Den lassen wir trotzdem mal da. Und hier das alles auch noch. Ja, wie viel haben wir hier? Ja. So, da, so einen Laden hatten wir schon. Welcher Laden fehlt denn noch? Ich glaube, der Laden, der noch fehlt, war irgendwo. Ich glaube, der hier war das, oder? So, oder das hier.
Wir haben ja noch irgendwas zu verkaufen. Wieso gehen wir gehen in die falsche Richtung, hä? Was haben wir noch im Wagen? Potion Recycle, also die Dinger. Ah, hier sind sie. Okay. Ich wollte schon sagen, wo sind die Dinger hin? Wo wollte ich jetzt hin? Hier. Da, hier wollten wir rein. Dem können wir noch ein bisschen was verkaufen. Hier, so Sell. Ne, können wir anscheinend doch nicht. Wir brauchen den anderen Laden wahrscheinlich. Den mit diesen drei goldenen Kugeln. Und vielleicht hier unten in der Bücherei können wir was verkaufen. Der da unten irgendwo war. Hier haben wir einen Laden. Ich glaube, das ist der hier. Hier haben wir eine Bücherei. Hier ist er nicht. Auch nicht. Hä? Okay. So, hier? Nein. Auch nicht. Wo soll er denn sein? Ah, hier. Okay, dem können wir nichts verkaufen. Dann müssen wir dahin. Welches davon ist es? Der hier. Ach, hier. Nee, doch nicht. Okay. Anscheinend doch nicht. Dann gehen wir mal nach Nordwesten. Will die Dinger schon irgendwie verkaufen, was ich noch habe. So. Ist das hier? Ein Schild. Das ist nicht der Laden, den ich suche. Auch nicht. Vielleicht das. Will schon ein bisschen was verkaufen und so, das hier müsste das schon sein, ne? Genau, den Laden suchen wir. So. Was kann ich. Ja, hier. Und sonst kann ich ihm nichts verkaufen, ne? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zur Bank. Hier war ja auch irgendwo eine Bank, ne? Was ist denn das? More than Spices. Hier, The Bank of Daggerfall. Dann ab nach Osten. So, dann schauen wir mal, wie viel Geld wir jetzt mittlerweile auf dem Konto haben. Guten Tag, ja, ich hätte würde gerne Geld anlegen. Nochmal 7.001
8, 7. 25.000 haben wir schon auf dem Konto. Nice. Ah, wir können doch hier mal schauen, ob wir jetzt hier Lohn kriegen. Borrow. Repay. Gold piece in your inventory. Loan about due. Loan due by. Okay. Haben wir doch keinen Lohn. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir nochmal ein paar Quests und ein paar Dungeons. Und schauen mal, dass wir hier auch mal ein bisschen vom Level höher gehen. Und das mit der Lykanthropie, das will ich auf jeden Fall dann beibehalten. Hier Inventory, okay. Gehen wir hier nochmal. Ah, ne, so. History. Resistance to Frost, Immunity to Disease. Your earliest memories are of being hungry, cold and alone. You never were able to find out who your parents were or how you came to be left to survive by yourself in the city streets. You can recall only a few mental scenes from your childhood. One of the more vivid ones were finding an amulet on a corpse in an alley. Much of your childhood was a daily struggle, simply to stay alive and retain your few possessions. And you can remember distinctly the time when you realized you had a great destiny ahead of you. As you got older, only a few people were able to penetrate the shell that was forming around your friendlier inclinations. The most significant of them was Jyt Hararnesen, who had just been accepted to the city guard. At first, Jyt Hararnesen would bring you food and provide some weapons, practice and advice for you, but eventually she sponsored your petition for acceptance to a novice warrior school and provided a portion of the gold required as payment. Then, after your training was complete, she was able to get you a job as a guard for one of the many merchants caravans that crisscrossed Tamriel's roads and provinces. Over the next 2 years, you rented yourself to a succession of these caravans, learning how much of Tamriel is inhabitants. You also polished your axe fighting skills with some actual fighting experiences in the rougher and more unsettled portions of the continent. You found it easy to transfer your early self-defenses defensive inclinations of the caravan as a whole. Finally thought you decided to return your home city and seek out your friend, Jyt Hararnesen. You discovered, however, that she had likewise progressed quickly and had been invited to the Imperial City to join a troop of the Imperial Guards. The trip to the capital drained your funds, so you immediately took a job there, working evenings at maintaining order in one of the rowdier inns. Alter, wie viel... Ne, das lese ich nicht alles vor. Aber okay, das, was ich ursprünglich gesagt habe. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.